Hallo, da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Ich musste nur eine Katze retten. Nicht wirklich retten, aber wo rausholen. Okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben irgendein Video freigeschaltet oder so. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das überhaupt sehen will, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Ein Anime-Intro. Nee, 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 ohne Scheiß. Das ist so super Japanopedo-weird, dass ich es nicht mal ironisch lustig finde. Okay, schauen wir mal schnell zum Closet. Ob wir schon neue Klamotten haben. Oh, und wie? Meine Güte, warum habe ich denn da von Anfang an so viele verschiedene T-Shirts? Das ist ja voll irre. Band-T-Shirt 5. Jacken, Pants, Sunglasses, Wristband, Belt, Shoes. Okay, gut. Fertig. Perfekt. Perfekt. Ich habe kein Spiegelbild. Wir sind also dieser Vampir aus dem Intro. Dann. Ich finde es cool, dass wir ein Kuschelkissen von einem Wrestler haben. Ein Wrestler mit einer Katzenmaske anscheinend. Travis ist einfach ein echt weirder Kerl. Speichern wir nochmal kurz. Abraxel, dankeschön für die Bitladung. Gleich eine doppelte Bitladung. Ach so, ich verstehe. Da kommen zwei große Hunde-Bits und 50 kleine Herz-Bits. Ich verstehe. Dankeschön. Voll cool. Fano Silviskil 5 Intro 1:1. Ach, ist das eine direkte Anspielung auf irgendein anderes Intro? Okay, das kenne ich nicht. Schade, muss man die Jacke am Anfang nicht wenigstens wegpacken. Ach, ob man die ausziehen könnte, habe ich ehrlich gesagt gar nicht überprüft. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber Travis ohne Jacke, das ist... Dann macht mein Outfit überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich das mache. Das geht ja nicht. Na schön, gehen wir raus in die Welt. Wir haben immerhin den Tod unseres besten Freundes zu rächen, fällt mir gerade ein. Vor lauter mit einer dicken Katze spielen kann man das schon mal vergessen. Sidejob! Isn't worth time. Bugout is now available. Sidejob isn't worth time. Okay, wir haben mehrere Nebenmissionen. Du kannst Nebenmissionen machen, um Geld zu verdienen. Blaue Markierungen auf der Karte. Also wir sollen zum Burger Suplex, ne? Gehen wir mal zum Sidejob. Wir haben überhaupt keine Kohle. Machen wir mal den Nebenjob hier, Sidejob 1. Okay, Santa Destroyer ist von Käfern überlaufen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Pizza Bats offering your job. Also wir kriegen einen Job vom Pizza Bat. Oder so. Nein, aber so stelle ich mir Fanservice-Animes vor. Ach so, okay. Hardcore Extermination. Die Mädels lieben Käferkiller. Noch mehr als Doktoren und Profiathleten.
Das ist ein Fakt, den nur wenige kennen. Alle Käfer exterminieren sollen wir. Was? Giant Scorpions cannot be sucked. Full power. Ja, muss man erstmal spielen, glaube ich, damit man versteht, was da eigentlich gerade steht. A suck in, B use insecticide und move. Okay, A, B und move. Mehr brauche ich nicht. Okay, stage 1. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Und ich bin jetzt schon tot. Scheiß Spiel. Okay, nochmal. Let's go. Sehr gut. Moment, soll ich hier ernsthaft Mäuse einsaugen? Oh, die kommt direkt auf mich zu. Aber ich muss die ernsthaft einsaugen. Schon ein bisschen krass. Yes. Puh. Hi, Desert Railgun. Hallo. Jetzt will ich Pizza. Ich hätte auch nichts gegen Pizza. Aber denk dir einfach, dass die Pizza mit Ratten und Käfer... Die ganze Pizzeria ist voller Insekten und Ratten. Vielleicht hilft dir das. Und dann hast du vielleicht nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Weil... Das ist eklig. Let's go! Bienen auch noch. Jetzt wird's aber hier... Jetzt geht's aber los hier. Ah, jetzt haben wir mehr Power und unser Einsaugstrahl ist länger. Ich verstehe. Nice. Das war schon eine gute Idee. Ich finde es echt eine super Idee, dass die erstens diese Open World aus dem ersten Teil im Grunde weggenommen haben, weil niemand braucht die. Und dass die die Jobs durch so Minispiele ersetzen, durch so Retro-Minispiele und sowas, wo es wirklich auch relativ viel Abwechslung gibt und ein paar coole Spiele dabei sind, ist auch eine sehr gute Idee. Ich finde, in dem Bereich ist der zweite viel, viel besser als der erste. Der hat alles Unnötige rausgeworfen und das, was lustig war, lustiger gemacht. Finde ich super. Sylvester Stallone sagt, dass der Rattenburger der beste Burger ist, den er seit Jahren gegessen hat. Naja. Nein! Oh. Immer diese tödlichen Riesenheuschrecken. Wer kennt das nicht? Aber das mit dem Pestizid habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das kommt erst noch. Oh, da ist jetzt ein Riesenskorpion unten, den ich nur mit irgendwie Superpower einsaugen kann. Extra Leben! Jetzt habe ich hier Pestizide. Muss ich damit jetzt die Blöcke kaputt machen oder sind die Granaten gegen die Ungeziefer? Wahrscheinlich eher Zweiteres, oder? Aber andererseits, wie komme ich dann hin? Ich glaube, ich muss die Blöcke damit sprengen. Der kann echt um die Ecke saugen. Das ist ja super mächtig. Na gut, dann versuche ich mal, die Pestizide hier an den Block einzusetzen. Muss ich jetzt ran, oder? Irgendwie funktioniert es nicht. Ah, Mist. Ha, das hat nicht funktioniert. Na, sag das doch gleich, Spiel. Nimm das, Riesenskorpion. Yeah. Das ist richtig cool. Das ist wirklich gut. Ich glaube, das Spiel wäre damals vor 40 Jahren echt ein guter Arcade-Klassiker geworden.
Das stimmt. Müllcontainer durchsuchen kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das ist schon schade. Das stimmt. Aber dafür kann man mehr Zeit mit sowas hier verbringen. Okay, warum sind wir jetzt in der Kanalisation? Und jagen dafür eine Pizzeria? Insekten. Na, ich schätze, warum nicht? Ne? Keine Ahnung. Wir werden pro Insekt bezahlt. Ich glaube, wir haben den Fehler im System gefunden, den wir jetzt hier exploiten. Die haben nur gesagt, wir sollen Insekten fangen. Die haben nicht explizit gesagt, wo. Na, was ist denn los? Die hängen, glaube ich, da an der Kante. Kennt ihr das Ghostbusters-Spiel für ein NES? Das war furchtbar. Und das hätte so sein sollen und können, Mensch. Das wäre ein gutes Ghostbusters-Spiel gewesen. Nein, jetzt bin ich tot. Aber ich habe noch 100 Millionen Leben. Let's go! Die Insekten, die ich gesaugt habe, bleiben gesaugt. Genau, sehr gut. Nur die Power-Ups muss ich mir nochmal holen, komischerweise. Oh, da kommt eine Maus. Noch nicht. Ich habe es gerade mit dem 3D-Stick getestet. Aber Steuerkreuz ist mir, glaube ich, lieber, obwohl. Ja, weiß ich nicht. Ich hab Angst. Was mache ich denn jetzt? So. Die Riesenskorpione machen mir schon ein bisschen Angst. Aber jetzt haben wir super. Nix haben wir. Nix haben wir. Ghostbusters kenne ich nur die alten Filme und die Cartoon-Serie. Genau, aber basierend darauf gab es auch ein NES-Spiel. Und das war echt nicht gut. Die meiste Zeit ist man mit dem Auto rumgefahren und man musste gucken, dass einem das Benzin nicht ausgeht. Das war irgendwie ein bisschen dämlich. Dabei hätte das sowas hier sein können. Verdammt. Oh, der macht gleich was. Was? Der kann durch Wände schießen? Oh. Hey, gerade eben bis zu dem Level habe ich mir noch gedacht, okay. Wahrscheinlich werde ich das Spiel ewig spielen, weil es viel zu leicht ist und ich komme viel zu weit und das ist, ne? Und jetzt guckt euch das an. So ist es. Das alte Ghostbusters-Spiel war echt schlecht. Und überkompliziert. Da bin ich froh, dass wir heutzutage das Ghostbusters The Video Game haben. Das stimmt, das ist nämlich echt ganz gut. Ah, ich wollte. Wie soll ich? Es ist so gemein. Ich wollte dem Schuss ausweichen, aber der Skorpion war schon zu nah an uns dran. Retry. Oh nein, fange ich jetzt wieder beim ersten Stage an, oder wie? Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir lieber aufgehört. Aber jetzt habe ich Angst, wenn ich jetzt aufhöre, dass wir unsere Belohnung nicht kriegen. Deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde, so gut es geht. Dann versuchen wir mal den anderen Nebenjob. Hab früher zu viel Angry Video Game Nerd geschaut. Ich auch. Aber da gibt es auch ein paar wirklich gute Folgen vom Angry Video Game Nerd. Die Action 52-Folge, Doppelfolge sogar, gehört immer noch zu meinen absoluten Super-Lieblingsvideos ever. Ist schon wirklich gut, finde ich. Gucke ich mit Merlin immer wieder mal gern. Also, schon ewig nicht mehr, aber die haben wir schon oft geguckt, die Action 52-Folge vor allem. Müsst ihr euch mal angucken. Angry Video Game Nerd Action 52. Oder einfach AVGN.
Let's go! Let's go! Stage 3, 3 Minuten, 3 Leben. Das muss irgendwas bedeuten. Ich komme nur noch nicht drauf. Weil das hat bestimmt einen tieferen Sinn. Ha! Habe ich ein Problem hier mit dem Skorpion. Der sitzt direkt vor der Energie, die ich bräuchte. Yes! Na komm! Der ist aber robust. Oder so. Warum kann man die Mülltonnen? Die Mülltonnen sehen so aus, als sollte man mit denen interagieren können, oder? Ich finde schon. Die haben eine andere Farbe als alles andere. Warum? Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Moment mal, warum kriege ich 0 Punkte für alles? Ach so, die sind schon addiert. Hey, wir haben schon voll viel Geld. Wir können Chin jetzt schon das super lecker Premium-Essen kaufen. Sehr gut. Ja, die alten waren einfach genial, wie James sich noch Mühe gegeben hat. Aber das neue Zeug ist einfach nicht nur noch uninteressant. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt schon länger nichts mehr gesehen, das kann ich gar nicht sagen. Aber zumindest die letzten Jahre oder das letzte Jahr habe ich schon ab und zu mal noch neuere Folgen gesehen, die ich auch ganz nett finde. Aber ist eh ganz klar, im Endeffekt. Wie lange hat er das jetzt gemacht? Wenn man so lange das Gleiche macht, wird man einfach wahnsinnig. Der hat, glaube ich, einfach auch keinen Bock mehr. Ich meine, der hat das bestimmt 20 Jahre oder so gemacht. Oder 10 wenigstens wirklich, oder? Wenn es reicht. Insofern. Nein, das ist alles so crazy hier. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Die Bomben sind auch relativ nutzlos, ehrlich gesagt. Die betäuben nur kurz. Die Maus schon wieder. Aber in den neueren Folgen hat der wirklich irgendwie fast nur noch so Gaststars. Und da geht es dann mehr um die Cameo-Auftritte und die Sketche. Und die Spiele sind mehr in den Hintergrund gerutscht. Leider, finde ich. Ich glaube, der 3D-Stick ist doch besser zum Steuern. Ja, ist er wirklich. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Ab jetzt bin ich unbesiegbar. Durch die Macht des 3D-Stick kann mich nichts mehr aufhalten. Außer ein Skorpion, der unfair schießen kann. Der schon. Wespe! Na also, danke. Ich habe noch keine Superpower. Ich kann die großen Skorpione noch gar nicht einsaugen. Müssen wir aufpassen. Ha! Wirklich ein bisschen gemein hier alles. Maus, komm her. Schnell. Bevor die Skorpione kommen. Ah, ist das gemein. Jetzt hängt er an der Kante fest. Das ist doch voll der Glitch hier. Ein Glitchfest. So waren Spiele früher halt. Ich meine, guckt euch das an. Das ist jetzt echt gemein. Weil wenn ich jetzt loslasse, bin ich wahrscheinlich tot. Denkt aber an der Kante und ich kann ihn nicht einsaugen. Ja, genau. Ah, oh, come on. Come on, Spiel. Das ist wirklich Retro. Das ist wirklich die ultimative Retro-Erfahrung. Samt total gemeiner kleiner Glitches, die man damals noch nicht wirklich als Glitches oder Fehler im Spiel oder Unsauberkeiten erkannt hat, sondern die man einfach akzeptiert hat als Teil des Spiels. Ich zumindest.
Hey, wollen die mich jetzt verarschen? Guckt euch das an. Das ist nicht in Ordnung. Wo hängt denn der bitte? An diesem Balken da über mir, der einen halben Kilometer entfernt ist. Ich habe volle Power. Ich könnte eine Bombe legen. Vielleicht rettet mich das wenigstens. Ja, okay, immerhin. Aber es hilft mir auch nichts. Riesenskorpione sind schon ein bisschen doof. Die sind zu groß für das Spiel anscheinend eigentlich. Wie soll ich den da oben jemals einsaugen? Das ist echt ein bisschen gemein. Heuschrecke. Kleiner Skorpion. Na komm. Das ist wirklich gemein, ey. Abraxe, danke fürs Abo. Super verschenken hier. Ich glaube, den haben wir, oder? Da war es nur noch einer. Okay, gut. Die volle Apokalypse. Sorry. Cool. Ziehen wir noch Stage 5, wenn es einen gibt. Und reich werden wir dabei auch noch. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben es durchgespielt. Yes! Yeah, great A work! Cool. Tut mir übrigens leid, dass ich wegen dem Chick Magnet Stuff gelogen habe. Cool. Das war nett. Machen wir das nächste. Lay the Pipe. Dann haben wir ein bisschen Geld verdient und können uns mal die anderen Aktivitäten angucken. Ah, der wieder. Okay. Was? Ah, unsere billige Pizza hat Televised Assassin Fights. Ach so. Unsere Pizza und die Assassin-Kämpfe, die im Fernsehen übertragen werden, haben Center Destroy zur am schnellsten wachsenden Stadt der Welt gemacht. Aber mehr Leute heißt auch mehr Kanalleitungsabfälle, Zeuglats. Und mehr Klempnerzeugs und so weiter. Ich verstehe schon. Connect the exit to the entrance. Ah, ist das so ein bisschen wie das Hacking in Bioshock? Anscheinend so ein bisschen. The more pipes you connect, the more money you collect. Na, schauen wir mal. Hallo, Miss Nympha, wie geht's? Lift up, down, turn auf B. Ist das so ein bisschen wie Tetris hier? A hochheben, absetzen, B drehen, moven. Okay, machen wir. Ich bin bereit. Hä? Kann ich über die drüber laufen? Ich mache hier gerade... Das stimmt alles nicht. Das ist aber ganz schön knifflig. Ja, das macht Sinn. Aber ich kann nicht über die drüber laufen. Das macht es echt ein bisschen schwer. Aber gut, okay. Das kriegen wir hin. Dafür haben wir all die Jahre trainiert. Hä? Was? Ah, dammit. Okay. Wo soll ich das denn eigentlich hinleiten, frage ich mich gerade. Dammit, ich habe keine Ahnung. Abraxe, vielen Dank für die Bets. Yippie. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo das eigentlich hin muss. Das Kanalisationszeugs hier. Okay. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Nur wie gesagt. Ach so, jetzt verstehe ich, glaube ich. Damn it. Das habe ich jetzt irgendwie... Aber wie kann ich das denn noch optimieren hier? Das sieht schon so optimiert aus. Ich habe alle Teile in Verwendung, oder? Verzwickt. Ah, warte mal. Ich glaube, ich sehe da was, wo ich ganz viele Teile sparen kann. Warum denn nicht? Ja, natürlich. Wartet mal. Das ist ja voll... hier Betrug.
War ich da doch wirklich Teile? Aber nicht die richtigen. Ah, oh, das ist echt verzwickt. Aber das ist irgendwie cool. Aber mir fehlt leider mindestens ein Teil. Und ich weiß nicht, wo ich es herzaubern soll, leider. Bringt mir auch nichts. Ja, okay, wartet mal. Jetzt muss ich mich beeilen. Aber ich könnte hier ein paar lange Gerade einsparen, indem ich hier einfach mehr Ecken benutze. Und das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Sodala. Und dann sieht das schon ganz anders aus hier. Yes! Awesome. Ich sollte vielleicht doch Klempner werden. Ich überlege es mir vielleicht nochmal. Unten links die Gerade kannst du durch Kurven ersetzen. Ganz genau. Hallo, Maranuba. Wie geht's? Hallöchen. Okay, da verdienen wir aber mit dem Insektenspiel viel mehr Geld, bis jetzt zumindest. Next stage. Let's go. Jetzt verstehe ich zumindest, wie es funktioniert. Und zwar nicht so. Gut, wo müssen wir eigentlich hin? Gleich darüber? Kann das sein, dass in der Map ungefähr 3/4 der Map nur zur Show ist, weil man die eigentlich gar nicht braucht oder so? Ich habe das Gefühl... Ah, aber man kriegt mehr Punkte, natürlich. Ich könnte viel mehr Punkte machen, indem ich mehr Grüne verbinde. Genau, ich erinnere mich. Aber hey, das war's schon so. Heute frei, das ist immer gut. Yes! Okay. Okay. Ich habe einen Plan. Was spielst du denn da? Das ist ein Spiel über einen Auftragskiller, der zur Nummer 1 der Killer werden will und deswegen ganz viele andere Killer töten muss. Aha. Wie man unschwer erkennen kann, oder? Tada! Stage 4. Oh, warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, das Wasser kommt schon. Puh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ah, dammit. Moment mal. So, da. Puh, das ist aber ein weiter Weg, den wir da heute vor uns haben. Nein, dich nicht. Dich nehmen wir. So, du kommst hier hin, du kommst erstmal weg. Oder, wartet mal, oder? Ja, genau, definitiv. Okay, Moment, ich habe gerade umdisponiert. Wir gehen lieber hier hoch. So, Della.
ein gerades noch. Hier könnte man so viel Punkte machen in der Map, aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir es dann hinter uns haben. Der Charakter sieht aus wie Chin-Chan. Es stimmt ein bisschen, ja. Das ist cool. Ja, gewonnen. Oder so. Ich bin ein Gott unter den Klempnern. Oh oh, wenn das Mario hört. Gut, dass Travis nicht in Touchdown ist. Außer als Kostüm für einen Mii. Naja, immerhin.